So ist gut, guck mal her. Libelle weiblich gefangen. Goldener Körper und so weiter. Alles gut. Jetzt brauchen wir noch Libelle männlich. Wo finden wir die? Vielleicht weiter vorne. Wir sehen ja im Prinzip das Glänzen schon aus der Ferne. Das Problem ist, wir dürfen nicht ins Wasser. Es wäre sehr, sehr schlecht, dorthin zu gehen. So, mit der Kanufahrt machen wir später weiter. Jetzt muss ich mich hier erstmal umsehen. Hier waren wir bereits. Das war ein Vogel, keine Libelle. Vielleicht ist die Libelle hier weiter unten. Ist da unten was? Nee, ne? Brauchen ja noch Libelle männlich. Gucken wir uns mal weiter vorne um. Vielleicht ist die doch da auf dem Felsen. Aber da komme ich ja so einfach nicht hin. Nee. Zeigt sich auch nicht. Libelle männlich. Hier gehe ich schon wieder weiter. Die Frage ist, ob ich das will. Aber wer weiß, vielleicht ist Libelle männlich auch hier bei den Soras. Ich höre was. Das könnte aber auch durch die Soras selber kommen. Das glaube ich aber nicht. Garantiert irgendwo eine Libelle rumhuschen. Habt ihr noch irgendwas, was ich bei euch kaufen kann? Was Schönes oder so? Und wo führt dieser Weg eigentlich hin? Zum See wahrscheinlich, ne? Nee, der See ist woanders. Wir gehen hier in den Westen. Das ist eine Eishöhle. Schneeberge. Ich glaube nicht, dass ich hier schon her soll. Dafür brauchen wir erst unser Winteroutfit. Falls es sowas überhaupt gibt. Aber noch soll ich hier nicht her, garantiert nicht. Schneeschuhe brauche ich. Mal gucken, ob wir welche kriegen. Aber trotzdem hätte ich gerne noch eine weitere Bombentasche. Eine Bombentasche für drei verschiedene Bombenarten ist schon echt nervig. Wo könnte Libelle männlich sein? Vielleicht oben bei den Gängen. Da! Libelle, ich komm. Ich krieg dich. Dann haben wir beide Libellen. Brauchen uns nach denen nicht mehr umzusehen. Sie ist gelandet? Nee, ist sie nicht. Liegt schon wieder. Komm runter. Ich bin ganz lieb. Ich will dich doch nur verkaufen. Dankeschön, Libelle männlich haben wir gefangen und damit dann auch die Libellen vollständig. Das heißt, die Marienkäfer, Kellerasseln und Libellen sind fest. Sehr nice. Da gehen wir später wieder zurück. Dann gehen wir jetzt noch die Bootstour machen oder den Angelshop. Ich weiß es noch nicht. Angeln würde ich schon gerne, denn wenn wir angeln, könnten wir tatsächlich eine große Flasche bekommen. Dann gehen wir angeln. Denn große Flaschen sind wichtig, brauchen wir. Es gibt ja auch nur noch zwei große Flaschen. Oder überhaupt Flaschen. Warum auch große? Nein, normale Flaschen. Ich bin ganz lieb. Ich will dich doch nur verkaufen. So ist es. So ist es. Wo ist denn der Angler jetzt hin? Da nicht. Aber wir hätten dann alle vier Flaschen, wenn wir auch noch 20 Geister finden würden. Ist natürlich die Frage, ob wir die so schnell finden. Rubine, natürlich. Warum auch nicht? Dankeschön. Gibt es irgendwas, was so teuer ist? Ich glaube nicht. So, zu dir komme ich später, Pippi. Ich muss jetzt erstmal angeln gehen. Ich brauche dringend unbedingt irgendwelche Sachen. Und vor allem brauche ich eine bessere Angel. Ich weiß gar nicht, ob ich eine bessere Angel kriegen kann. Denn wir haben ja bisher nur die von Colin. Und dieser noch nischt. Aber wenigstens habe ich Maden, meine Lieben. Maden, dicke, fette Maden. So, das müsste Sinas und Tinas Angelshop sein.
Herzlich willkommen! Oh, hallo! Du bist zum ersten Mal hier, oder? Mir gehört dieser Angelteich. Sena ist mein Name. Schön, dass du hier bist. Ja, und offensichtlich kommt der Ölmacher auch gerne mal zu euch zum Angeln. Scheint eure Familie zu sein, wa? Och, guck mal! Den kennen wir sogar aus Ocarina of Time, der hier mit dem Lachs ist. Ist der geil, oder was? Cool. Ich mag es, wenn solche Dinge einfach mit untergebracht wurden. Das heißt, es ist wirklich vorher passiert, die Ocarina of Time Story. Dadurch, dass hier das Foto hängt, ist das der offizielle Beweis, meine Lieben. Angeln mit Köder kostet inklusive Kanu ohne Zeitbeschränkung nur 20 Rubine. Willst du es gleich mal probieren? Okay. Heute bekommst du als besonderen Service eine Begleitung umsonst. Also gehen wir. Schönes Easter Egg. So, wo gehen wir denn hin? Erzähl mal, Püppi. Weiß ja gar nicht, wo wir hier Fische finden. Ich bin hier noch ganz neu, du musst mich noch rumführen. Das ist nur ein kleiner Fisch, ich will keine kleinen Fische. Ich brauche die dicksten Fische, die du hast. Sind wahrscheinlich hier vorne beim Wasserfall, ne? So, mit B auswerfen. Gehen wir ein bisschen hin und her. Den kriege ich. Komm schon. Du dickes Ding, du. Achso, ich muss A drücken. Bravo, dein erster Fang beim Köderfischen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein typischer Fisch in diesem Teich. Ein Hyrule-Barsch. Er ist genau 43 cm groß. Den behalten wir. So, und wenn ich noch einen größeren finde, nehmen wir den auch noch mit. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter. So weitermachen. Theoretisch ist das eine Sache, die ich vor mich hin machen kann, aber nicht im Livestream. Oh, im Livestream. Oh, da ist was. Guckt mal, was wir hier haben. Ob ich das Ding angeln kann? Ich glaube nicht. So, dich kriege ich. Dich kriege ich, Freundchen. Und du bist gar nicht so klein. Du bist ein Aal oder sowas, ne? Dich nehme ich auch. Dich will ich auch behalten. Mehr hier. Na los. Geschafft. Oh, ein Ordernwels. Nicht sonderlich beliebt. Hat zwar ein ganz süßes Gesicht, aber der ist so schleimig. Ist etwa 65 cm groß. Was meinst du? Behalten. Wir behalten sie alle. Ja gut, das heißt, wenn wir nachher fertig sind mit dem Angeln, hole ich mir noch das Herzteil. Och, geil. Einmal fahren wir noch und dann ist gut. Dann haben wir auch genug getan und ich hoffe, ich kriege irgendwann die Flasche. Mal abgesehen davon, dass ich die größte Flasche bin hier. Gibt es irgendwo einen geheimen Teich, wo man richtig viele dicke, fette Fische hat? Ich glaube eher nicht, ne? Ah, da drüben in der Höhle, da wird ja wohl was Dickes sein. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Zack. Hier kommt kein Fisch. In der Höhle ist gar nichts. Oder die Fische schlafen schon, es ist Nacht. Wobei die da ja eigentlich aktiver sind. Kein Fisch. Oh, was soll das denn? Nochmal. Einmal noch. Da vorne ist ein Fisch.
Aber der kommt nicht. Ich muss näher ran. Komm mal zurück. Wir müssen näher ran. Komm, Puppy, noch ein ganz kleines Stück. So, reicht schon. Hat er das gesehen? Ich glaube nicht. Nee, hat er nicht. Der sitzt da einfach so rum, der blöde Fisch. Ist doch nicht wahr. Beiß an, du hässliches Vieh, du. Denn dich scheine ich noch nicht zu haben. Aber es ist dir auch völlig egal, ne? Ja, der interessiert sich überhaupt nicht für den Fisch. Ich glaube, wir sind durch. Na gut, dann komm zurück. Wir gehen nach Hause. Das war's. Und holen uns noch das eine Herzteil. Willst du wirklich aufhören? Ja. Ach, das hat wirklich Spaß gemacht. Fische, die du behalten hast, kommen, übrigens in dieses Aquarium. Lass uns bald mal wieder zusammen angeln gehen. Das kriegen wir bestimmt hin. Wann kriege ich denn bei dir mal was Besonderes? Einmal angeln kostet mit Köder, bla bla bla. Wenn du eine nette Begleitung wünschst, die dir das Angeln erklärt, kostet das 100 Rubine. Oha, gar nicht angeln. Du willst nicht? Na gut. Ach, aber wie kriege ich denn bei dir eine Flasche? Irgendwas war doch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriege ich das auch bei der anderen Tour. Jetzt holen wir uns erstmal das Herzteil da drüben. Das haben wir uns mehr als redlich verdient. Aber ich komme nicht an. Okay, warte. Machen wir anders. Ich hoffe, ich kann den Bogen auch vorne einsetzen. Wenn nicht, müssen wir es mit dem Enterhaken machen. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Enterhaken da rankomme an das Teil. Der ist zu weit weg. Ich probiere es trotzdem. Ja! Geschafft! Sehr schön! Und wieder ein weiteres Herzteil. Ist das Leben nicht schön? Können wir die Fische schlachten, nur ist es mir völlig egal. Dann machen wir jetzt noch unsere Bootstour und sind mit allem am Heiliger See erst einmal so weit durch. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Happiness! Juhu! Gott sei Dank, ist das Leben nicht schön? Ich bin gerade super glücklich. Oberlauf, Sorafluss. Püppi, du bist die Nächste, die wir anlaufen. Denn du hast eine wunderschöne Kanutour. Die wollen wir auf jeden Fall einmal abhalten. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Was? Warum das? Was? Ich hab dir doch gesagt, wir haben zu. Also schleich dich. Abgeschlossen. Warum habt ihr geschlossen? Eine spannende Fahrt auf dem Fluss der Soras bis zum Heiliger See. Kanuverleih, Leihgebühr 20 Rubine. Ja, warum habt ihr geschlossen? Wow. Ich will zum Wolf werden. Die Alte dreht schon durch. Warte, ich will zum Wolf werden. Damit würdest du die Leute nur nervös machen. Ist doch nicht euer Ernst, jetzt muss ich die so killen, oder wie? Okay, ein Schlag tötet die schon. Das heißt, wir stellen uns einmal kurz hier hin, warten auf alle drei. Aber alle drei kommen nicht. Jetzt. Geschafft, Gott sei Dank. Oha.
Hilfe! Wer bist du denn? Wie schaffst du es nur bei einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Du bist doch einer von den Guten. Aber wir müssen uns ja nicht stehen unterhalten. Komm doch rein. Oh, habe ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erst einmal vielen Dank. Ich bin Tina. Ich verleihe hier Boote. Aber herabgestürzte Felsen haben den Fluss blockiert. Deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch kein Problem sein, etwas dagegen zu tun, oder? Wirklich? Das würde mir sehr helfen. Also, dann würdest du dich erst einmal um die Felsbrocken dort kümmern? Du bekommst Bomben und Pfeile von mir. Kombiniere sie zu Bombenpfeilen und sprenge ihn. Ah ja, wir haben normale Bomben. Oh Gott sei Dank. Also bitte einmal den Bogen dort mit hin. Pfeile. Oh, Quatsch. So. Und die Bomben da mit hin. Juhu. Ah, ein Treffer hat gar nicht gereicht. Hoho. Es wird spannend. Super. Du hast es geschafft. Es gibt unterwegs noch mehr Felsen, die den Flusslauf blockieren. Bitte kümmere dich darum. Hier ist das Boot. Steig schon ein. Flussabwärts. Es ist ziemlich gefährlich. Steig auf keinen Fall aus dem Boot aus. Meine Aushilfe wartet an Ort und Stelle auf dich. Sie wird dir dann Genaueres sagen. Wenn du es schaffst oder schaffen solltest, überlasse ich dir zum Dank die Bombentasche. Ist doch ein faires Geschäft, oder? Also gute Fahrt. Eine Bombentasche. Ja, das ist auch gut. Ich habe eigentlich eher mit anderen Dingen gerechnet, aber ist okay. Hui, und so fuhren wir den Fluss hinab. Oh Gott. Ich werde so sterben. Oh, was ist das denn? Ich kann gar nicht ausweichen. Ich kann mich nur drehen. Ach so, ah, ich muss auch noch nach vorne drücken. Okay, das kriege ich vielleicht hin. Hui, hui. Okay, bis jetzt ist noch alles ruhig. Keine Steine in Sicht, alles gut. Hab auch keine Lust, irgendwie unterzugehen. Das wäre jetzt nicht so schön. Oh Gott, ist das ein Wasserfall? Nicht euer Ernst. Ja, natürlich. Oh Gott. Oh, 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 Steine, 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 Steine. Ich will da lang. Ich darf da nicht lang? Gut, dann will ich da lang. Oh. Dich schickt sicherlich die Chefin, um mir zu helfen. Ich bin die Aushilfe. Entschuldige, dass wir dir solche Mühe machen. Also, dieser Felsen da ist im Weg und staut den Fluss auf. Du müsstest versuchen, ihn mit Bombenpfeilen zu zerstören. Kriege ich hin. Goodie, geschafft. Du hast es geschafft, vielen Dank. Oh, das Wasser fängt ja schon wieder an zu fließen. Ich begleite dich zur Mündung, bitte folge mir. Na, einfacher gesagt als getan. Oh, verdammt. Hier ist was los. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, geschafft. Also ich komme ja, aber es dauert eine Weile. Kommt hier auch noch Wasser von oben, toll. Boot ist nass, ich bin nass, alles ist nass. Achso, sie schmeißt mir Rubine zu, ist aber nett. Wirst du doch gar nicht machen müssen, alle gut. Komm Link, du schaffst das, schnapp den Rubin. Oh. Also bis jetzt kommt ja nichts Spannendes, es ist alles in Ordnung, es ist alles ruhig. Hier waren mal die ganzen komischen Goblins. Die haben alle schon getötet, oder Bockblins vielmehr. Upsala, hier wird es jetzt gefährlicher. Aber wir sind gut durchgekommen. Gott sei Dank. Aber nochmal möchte ich so eine Bootstour nicht machen. Ich frage mich allgemein, was danach noch kommen soll. Okay, wir sind da. Muss ich noch irgendwelche Steine sprengen oder war es das?
Na, ich glaube, das war's. Vielen, vielen Dank. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Jetzt kann die Chefin endlich ihr Geschäft wieder eröffnen. Während wir geschlossen hatten, wurde ihre Laune immer schlimmer. Es war kaum noch auszuhalten. Ach, und noch etwas. Sie hat dir bestimmt versprochen, dass du zum Dank die Bombentasche behalten darfst, oder? So macht sie das immer. Gibt einfach überflüssige Waren weg. Sie ist so ein Geizhals. Nimm sie einfach mit. Ich werde mit ihr reden, wenn ich wieder am Bootshaus bin. Du hast eine Bombentasche voller Bomben erhalten. Juhu! Ist die Tasche leer, kannst du sie mit verschiedenen Bomben befüllen. Deren Anzahl hängt von der Bombenart ab. Also, bis dann. Komm uns bald wieder mal im Laden besuchen. Ja, dein Boot zieht sie hinter sich her und den Flusslauf wieder rauf. Die Soras, die können sowas, wir nicht. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben damit auch das hinter uns gebracht und eine größere Bombentasche, die wir durchaus nutzen können. Der Vogel, der wird jetzt überall dort warten, wo so eine Gräser sind, um natürlich wieder mit uns zu spielen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir werden jetzt endlich mal zur Wüste gehen. Das heißt, wir gehen zu Tobi. Tobi wartet schon die ganze Zeit auf uns. Der ist schon ganz krank versorge und wartet nur darauf, dass wir endlich vorbeikommen, um dann den Plan abzugeben, den uns der gute Raffel gegeben hat. Aber Gott sei Dank haben wir schon sehr viel erreicht. Ein weiteres Herzteil und wir haben 10 Herzen. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach 3 Tempeln haben wir mal eben mehr Herzen. 4 mehr Herzen. Das ist nur toll. Tobi, wir sind fast da. Es ist zwar noch ein bisschen weiter weg, aber wir kriegen das hin. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind jetzt schon beim Schrein und da vorne, da ist Tobi. Allerdings ist man hier auf dem Wasser oder im Wasser allgemein sehr langsam unterwegs. Und da drüben, da müssen wir hin. Zu dieser Arena, die wir drüben sehen können. Mal sehen, was die zu bedeuten hat. Und die werden wir uns auch näher angucken, in der Hoffnung, irgendwo den Schattenspiegel zu finden. Den Midna erwähnt hat. Auf dem Grund des Sees sollten wir uns auch noch öfter mal umgucken. Aber alles später. Jetzt bin ich erstmal froh, eine größere Bombentasche zu haben, in der wir dann auch verschiedene Bomben tragen können. Denn die ganze Zeit durften wir ja immer nur eine Bombenware bei uns behalten. So, Tobi, wir sind da. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann endlich in die Wüste gehen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.